Die Djinn sind nicht die Klügsten. Allah gab den Djinn viel Kraft. Allah gab ihnen viel Macht. Und sie konnten viele Dinge tun. Und die Djinn lebten auf dieser Erde vor Adam a.s. Und unter ihnen gab es Stämme und Völker. Und sie haben gelebt und haben geheiratet. Sie hatten Nachkommen und so weiter. Aber sie waren sehr verdorben. Sie verursachten sehr viel Unheil. Sie töteten sich gegenseitig. Allah subhanahu wa ta'ala erschuf die ganze Schöpfung der Djinn. Und sie lebten auf der Erde, wie viele Mufassirun berichten. Er, subhanahu wa ta'ala, hat sie auf der Erde erschaffen und sie hatten ein Taklif. Was bedeutet das? Taklif bedeutet, dass Allah ihnen eine Verpflichtung aufgegeben hat, die Verpflichtung, seiner zu gedenken. Nun, wenn Allah einer Schöpfung eine Verpflichtung aufgibt, dann entsendet er, subhanahu wa ta'ala, Gesandte. Und so entsandte Allah Djinn-Gesandte. Das heißt, vor unserem ersten Gesandten Adam a.s. gab es viele Djinn-Gesandte, die Allah zu den Djinn entsandt hatte. Nun, die Djinn sind also aus Feuer erschaffen. Und eines haben die Djinn in sich. Sie sind von ihrem Wesen her feurig. Sie sind wütend, sie sind hastig und voreilig. Sie sind sehr mächtig. Die Eigenschaft, die sie in sich tragen, ist, dass sie untereinander streiten und kämpfen und sich behaupten wollen. Sie wollen ihre Überlegenheit demonstrieren. Das liegt in ihrer Natur. Sie sind ständig im Wettstreit. Aber es gibt auch gute Djinn. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der Sura Djinn, dass es unter ihnen Fromme und Nicht-Fromme gibt. Nur auf der Erde lebten beide Arten der Djinn. Und zu ihnen wurden Gesandte entsandt. Aber viele der Gesandten wurden durch die Djinn getötet. Und es herrschte viel Unheil und Verderben auf der Erde. Viel Unheil und Verderben herrschte auf Erden. Unter ihnen gab es einen bemerkenswerten Djinn, der sehr fromm war. Iblis. Zu dieser Zeit war er ein guter Djinn. Er lobpreiste Allah. Er lobpreiste Allah so sehr. Man muss wissen, dass die Djinn fliegen können. Sie konnten viele der Himmel durchqueren und sie konnten hinauf und hinabsteigen. Sie mussten nicht auf der Erde bleiben, sie konnten hinauf und hinabreisen. Erst als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam entsandt wurde, wurden die Djinn auf dieses eine Universum begrenzt. Das geht klar aus der Surah Saffat und der Surah Djinn hervor, das könnt ihr hier nachschlagen. Allah hat ihnen verboten, den ersten Himmel zu verlassen. Das heißt, die Grenzen dieses Universums zu überqueren, nachdem unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt wurde. Also was geschah? Auf diesen Reisen überzeugte sich Iblis, dass er Allah subhanahu wa ta'ala sehr nahe war. Und Allah subhanahu wa ta'ala erlaubte ihm immer näher zu kommen. Immer höher und immer höher. Und in einigen Überlieferungen heißt es sogar, dass kaum noch Platz im Himmel übrig war, wo Iblis nicht gewesen wäre und Allah lobpreist hat. Das heißt, Iblis war sehr, sehr nahe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Schließlich erlaubte Allah ihm, in Gesellschaft mit den Engeln zu sein. Iblis durfte sich unter den Engeln aufhalten. Sodann beschloss Allah ta'ala, die Engel auf die Erde zu entsenden, um die Djinn zu vertreiben. Jene Djinn, die viel Verderben hervorgebracht hatten. Und diese Armee der Engel war dabei, auf die Erde herunterzukommen, um viele dieser entarteten Djinn zu bekämpfen. Da meldete sich Iblis freiwillig, um mit den Engeln mitzukommen und die verdorbenen Djinn auf der Erde zu bekämpfen. Und Allah subhanahu wa ta'ala gab ihm die Erlaubnis. Also stiegen sie auf die Erde herab und töteten eine Vielzahl der Djinn. Und sie beließen nur einige der Djinn auf der Erde. Von diesen wenigen Djinn entstand sodann eine neue Nachkommenschaft der Djinn. Iblis kehrte zurück in die Himmel und viele, viele Jahre vergingen. Richtig, unsere Welt hat bereits vor uns existiert, wie uns der Koran berichtet. Und auf der Erde lebten Djinn und sie leben hier noch immer. Die Djinn haben kein so kurzes Leben wie wir Menschen. Sie leben viel länger als wir. Sie leben jahrhundertelang, vielleicht sogar tausende Jahre. Aber sie waren sehr verdorben. Sie verursachten sehr viel Unheil. Sie töteten sich gegenseitig. Also entsendete Allah subhanahu wa ta'ala eine Armee von Engeln, um die Djinn zu bekämpfen. Iblis verpflichtete sich, mit den Engeln mitzukommen und die verdorbenen Djinn auf der Erde zu töten. Allah subhanahu wa ta'ala gab ihm die Erlaubnis. Diese Armee der Engel bezwang die Djinn und vertrieb sie vom Land. Aber Allah subhanahu wa ta'ala macht uns ganz klar, dass Iblis nicht einer der Engel war. Iblis war nach wie vor ein Djinn. Warum muss uns das so klar sein? Weil es unmissverständlich ist, dass ein Engel niemals, wirklich niemals Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber ungehorsam ist. Allah hat die Engel so erschaffen, dass sie gar keine freie Wahl haben. Die Fuqaha sagen dazu Musayyarun. Sie können sich ihm subhanahu wa ta'ala nicht widersetzen.
Nicht wie in der Bibel über einen gefallenen Engel berichtet wird, wo behauptet wird, dass ein Engel sich dazu entschließt, Gott gegenüber ungehorsam zu sein und ihn Gott daraufhin auf die Erde hinunterwirft und er zu einem gefallenen Engel wird. Das ist die biblische Sicht oder das, woran einige von ihnen glauben. Ein Muslim aber glaubt nicht daran. Kein Engel kann jemals ungehorsam sein gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Dschinn jedoch hat die freie Wahl. Er ist Mukhayyar. Er kann ungehorsam sein, ebenso wie wir Menschen. Plötzlich offenbarte Allah den Engeln, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ich werde auf der Erde einen Nachfolger bestimmen. Also jemanden, der die Führung auf der Erde übernehmen wird. Jemanden, der die Welt beherrschen wird. Jemanden Neuen, der die Welt regiert. Und als Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ich werde auf der Erde einen Nachfolger bestimmen, war Iblis darüber entzückt. Er durfte richtig glücklich gewesen sein. Warum? Weil Iblis weiß, dass die Engel nicht dazu bestimmt werden, die Welt zu beherrschen. Er denkt, wenn jemand die Welt beherrschen soll, dann wird es jemand von der Schöpfung der Dschinn sein. Er denkt, Allah wird vermutlich einen Nachfolger aus den Reihen der Dschinn bestimmen. Aber Allah hatte nicht vor, jemanden der Dschinn als Nachfolger zu bestimmen. Allah hatte beschlossen, eine neue Schöpfung zu erschaffen. Und das schockierte Iblis. Da in all den Jahren, in denen er Allah subhanahu wa ta'ala lobpreist hatte und so gut gewesen ist, dadurch Macht erlangen wollte. Er wollte Prestige. Er wollte auf der Erde das Sagen haben. Er wollte auf die Erde zurückkehren, möglicherweise als Gesandter. Oder er würde mit einer neuen Ordnung Allahs auf die Erde entsandt werden. Oder er würde für die Dschinn auf der Erde zuständig sein. Jedenfalls erwartete Iblis, dass etwas Großartiges auf ihn zukommt. Etwas, worin er viel Hoffnung und Sehnsucht setzte. Und all das sollte nun zerstört werden durch diese neue Schöpfung. Und so will er verstehen, was mit dieser neuen Schöpfung auf sich hat. Die Schöpfung der Menschheit. Interessanterweise war Iblis einer der höchsten Abidun Allah subhanahu wa ta'ala. Er war sozusagen ein Superstar, ein richtiger Abid. Das Besondere an ihm war, dass er die Möglichkeit hatte zu wählen. Wenn er den richtigen Weg wählte, bekam er Pluspunkte. Im Gegensatz zu den Engeln, sie haben keine freie Wahl. Sie sind so geschaffen, immer das Richtige zu tun. Aber jemand, der zwischen richtig und falsch wählen kann, wird für seine richtige Entscheidung belohnt. Iblis hielt sich für gewöhnlich unter den Engeln auf, weil sie auf der höchsten Stufe der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala waren. Aber Iblis war so gut, dass er in der Lage war, mit den Engeln mitzuhalten. Er war buchstäblich mit den Engeln, aber er war kein Engel. Er ist aus Feuer erschaffen, während die Engel aus Licht erschaffen sind. Er hat einen besonderen Stellenwert. Er war gottesfürchtig, fromm. Er war wirklich ein richtiger Abid. Er glaubte an die Einheit Gottes, an seine Macht und seine Kraft, an alles. Iblis wandte sich Allah zu. Er war ein aufrichtiger Diener Allahs. Aber Iblis sollte in seiner Aufrichtigkeit geprüft werden. So sagte Allah eines Tages zu den Engeln, Inni khaliqun basharam min tin. O meine Engel, ich werde ein Geschöpf erschaffen, ein Wesen, geschaffen aus Lehm. Unseren Vater Adam a.s., den ersten aller Propheten, den allerersten Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala setzte seinen Plan um, aber Iblis gefiel das nicht. Die Engel wissen, dass Engel aus Licht erschaffen wurden und dass Allah die Dschinn aus Feuer erschaffen hat. Und den Engeln wurde nun gesagt, dass ein Geschöpf aus Lehm erschaffen wird. Und die Engel wissen auch, was die Dschinn zuvor angerichtet hatten. Dass sie Blut auf der Erde vergossen und viel Unheil verbreitet haben. So dann hatte Allah subhanahu wa ta'ala Engel geschickt, um sie zu bekämpfen. Also sagten die Engel, unser Herr, willst du eine Schöpfung erschaffen, die wieder Blut auf Erden vergießen und erneut Unheil verbreiten wird, wenn wir deinen Namen lobpreisen? Sie zweifeln nicht an, nein. Sie fragen, um Wissen zu erlangen, da sie nun verwirrt sind. Sie sehen, was die Dschinn eben verursacht haben. Und sie verstehen den Hintergrund nicht, warum eine neue Schöpfung erschaffen werden soll, die erneut Unheil verbreitet und Blut vergießen wird. Allah hat es ihnen nicht erklärt. Sie würden es nicht verstehen, bis sie es sehen. Alles, was er zu ihnen sagt, war Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ich weiß, was ihr nicht wisst. Als Allah Adam a.s. erschuf, hat Iblis angehört, was die Engel gefragt hatten. Und Iblis begann sich zu fragen, was ist da so Besonderes an dem Wesen, das Allah erschaffen hat? Neugierde. Zur gleichen Zeit begann etwas in seinem Herzen zu wuchern. Eine Art Neid. Warum? Da ist nun Iblis unter den Engeln, mit dem Wunsch, Allah zu lobpreisen. Er liebt seinen Herrn, subhanahu wa ta'ala. Aber nun kommt etwas auf,
das er niemals verspürt hatte. Etwas geschieht. Etwas, das er hätte beeinflussen und zügeln können. Aber nein, er lässt zu, dass dieses Gefühl von ihm Besitz ergreift. Das Gefühl von Neid. Also wollte er es sehen. Und er sah sich das neue Wesen an. Aber es beeindruckte ihn nicht besonders. Er war aus Lehm. Es war von dunkler Farbe. Dunkel, da keine Seele in ihm war. Nur Lehm, sonst nichts. Er fasste dieses Geschöpf an. Er schubste es. Er konnte hindurchströmen, da er selbst aus Feuer erschaffen wurde. Und er ging durch seinen Körper hindurch. Und er fand heraus, dass dieses Wesen hohl war. Also dachte er sich, du bist ein schwaches Geschöpf. Zeit verging und Allah subhanahu wa ta'ala beließ den Körper von Adam a.s. so wie er ist. Und jedes Mal, als Iblis dieses Wesen anschaute, empfand er ein wenig Angst. Einen toten Körper anzusehen ist doch angsteinflößend, nicht wahr? Also versuchte Iblis die Angst beim Anblick dieses Körpers zu bewältigen. Und sagte, ich bin besser als du. Du wirst nicht besser als ich sein. Ich bin besser als du. Iblis ist ergriffen vor Neid. Er wird nicht besser sein. Ich bin besser als er. Was ist so besonders an diesem Geschöpf? Ich werde immer Gottes Liebling sein. Und ich werde alles tun, damit es so bleibt. Allah beließ den Körper von Adam a.s., bis dieser Neid immer größer und größer wurde und sich in Stolz, Arroganz verwandelte. Neid wurde zu Stolz. So dann hauchte Allah dem Körper die Seele ein. Er hauchte Adam a.s. die Seele ein und versammelte die Engel. Allah subhanahu wa ta'ala befahl den Engeln, werft euch nieder vor Adam a.s. Und die Engel gehorchten, allesamt, unverzüglich. Sie verneigten sich sofort, außer Iblis. Iblis verneigte sich nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu Iblis, warum hast du nicht befolgt, was ich dir befohlen habe? Warum hast du dich vor Adam a.s. nicht verbeugt, als ich dir befahl, dich zu verbeugen? Und Iblis sagte, ich bin besser als er. Du hast mich aus Feuer erschaffen und ihn erschufst du aus Lehm. Das erste Mal in der Weltgeschichte, dass Rassismus auftauchte. Iblis sagt, ich bin besser als er. Stellt euch das nur vor. Allahs direkten Befehl nicht zu befolgen. Vor ihm, subhanahu wa ta'ala, zu stehen und seinen Befehl nicht zu gehorchen. Allah erklärt uns warum. Shaitan widersetzte sich. Er hatte die Wahl und widersetzte sich. Du denkst vielleicht, dass er nicht anders konnte. Er hätte anders handeln können, aber er widersetzte sich. Bewusst. Dasselbe gilt auch für uns Menschen. Auch wir haben die freie Wahl. Aber Allah teilte uns mit, warum sich Iblis widersetzt hat. Der Grund, warum Allahs Befehl nicht befolgt hat, war, weil er sich selbst erlaubt hatte, stolz zu sein, arrogant zu sein. Was dazu führte, dass er ungläubig wurde. Er kannte die Wahrheit, leugnete sie aber, widersetzte sich und wurde zum Kafir. Allah sagt, ja Iblis, was hinderte dich vor der Niederwerfung vor jemanden, den ich selbst erschaffen habe? Allah hat ihn direkt erschaffen. Und was antwortete ihm darauf Iblis? Ich bin besser als er. Ich bin besser als er, weil du mich aus Feuer erschaffen hast und ihn hast du aus Lehm erschaffen. Ich bin aus Feuer, er ist aus Lehm. Ich bin höher gestellt als er. Allah sagt zu ihm, beharrst du auf deine Entscheidung? Und er antwortete, ich beharre. Allah gibt ihm die Möglichkeit zur Besinnung, aber er bleibt dabei. Also sagt ihm Allah subhanahu wa ta'ala schließlich, ich habe ihn erschaffen und ich habe dir befohlen und du hast dich mir widersetzt. Du bist verflucht. Du bist verflucht. Du bist Shaitan der Verfluchte. Du bist Shaitan al-Rajim. Und dann geschieht etwas Interessantes, meine lieben Geschwister. Shaitan hebt die Hände und bittet Allah subhanahu wa ta'ala. Er macht Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala. Gib mir eine Frist bis zum jüngsten Tag. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihm, du bekommst, was du willst. Liebe Geschwister, manchmal denken einige von uns, wir hätten zu viele Fehler gemacht. Wir hätten zu viel gesündigt. Allah wird unsere Dua nicht erhören. Aber seht euch Shaitan an. Er hat Allah direkt den Gehorsam verweigert. Und was tut er unmittelbar darauf? Er ersucht etwas von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie reagiert Allah subhanahu wa ta'ala? Er erhört seine Dua. Niemand ist zu weit von Allah, Brüder. Niemand ist zu weit von Allah, liebe Geschwister. Niemand. Wenn Shaitan es tun kann, kannst auch du Allah bitten. Und nachdem Shaitan bekommen hat, wonach er gefragt hatte, fordert er Allah subhanahu wa ta'ala heraus. Er schwört bei Allahs Ehre, bei seiner Macht, bei seiner Kraft. Er sagt, bei deiner Macht und bei deiner Kraft, ich werde sie alle irreführen. Allahu Akbar.
Er schwört bei Allahs Macht und sagt sodann, dass er das zerstören wird, was Allah erschaffen hat. Das ist, als ob jemand sagt, ich glaube dir, ich gebe zu, du bist mächtiger als ich, du hast die Macht, alles zu tun, ich weiß das. Aber dennoch werde ich das zerstören, was du gemacht hast. Allah subhanahu wa ta'ala sagte ihm darauf, du willst sie irreführen? Und er sagte, ich werde alle Kinder Adams irreführen. Ich werde zu jedem Einzelnen gehen und ihn irreführen. Allah antwortete ihm, nur zu, besteige jeden von ihnen, jeden, den du kannst, jeden, der dir folgen will. Und versuche sie mit deiner Einflüsterung in die Irre zu führen und versuche sie durch materialistische Sachen in die Irre zu führen, durch ihre Wünsche. Und verbünde dich mit ihnen wie ein Gefährter, gib ihnen falsche Hoffnungen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, dass Shaitan nichts verspricht außer Täuschung. Er meint nichts aufrichtig, was er sagt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann zum Shaitan, über meine aufrichtigen Diener wirst du keine Macht haben. Und Iblis antwortet, ich werde sie alle irreführen, mit Ausnahme deiner aufrichtigen Diener unter ihnen, die Gewissheit haben. Meine Geschwister, das sind die einzigen Menschen, über die Iblis und der Shayatin absolut keine Macht haben. Diejenigen, deren Herzen absolute Gewissheit haben, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Der Shaitan ist euer Feind, also nehmt ihn als euren Feind. Nehmt ihn als nichts anderes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا
وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا